Bei diesen Aufnahmen wird das blau glitzernde Meer sofort zur Nebensache. Schwarze Rauchwolken steigen aus einer Luxusjacht auf. Die Flammen am hinteren Teil des Fahrzeugs sind deutlich zu sehen. Wenig später steht eine dunkle Rauchsäule in der Bucht Cala Soana. Lili Becker, Ex-Frau von Tennisprofi Boris Becker, urlaubt auf der spanischen Insel Formentera und filmt diese Szenen. Ihre nicht ganz gerade Kameraführung lässt vermuten, dass sie sich auf einem Boot ganz in der Nähe befindet. Laut Diario de Mallorca und dem Mallorca-Magazin handelt es sich bei dem Vorfall vor der Nachbarinsel Formentera um die 44 Meter lange Yacht Aria SF. Sie soll zu den 1000 größten Luxusjachten der Welt zählen, gehört einem italienischen Unternehmer. Szenen, die wirklich heftig anzusehen sind. Wie in Lillys Aufnahmen zu hören ist, ist die 46-Jährige total schockiert und besorgt. It's just, oh my God, this is, oh my God. That's gone. Look at. But why don't they have like fire extinguishers on the boat? Das 25-Millionen-Schiff soll komplett ausgebrannt sein. Alle 16 Personen, die auf der Yacht waren, als das Feuer ausgebrochen war, konnten gerettet werden.